Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2 HD. Wir sind nun unterwegs, zurück dort, wo wir schon einmal waren. Wir gehen ein bisschen hier mal... ...nach oben. Oh mein Gott. Ist es der einzige? Okay. Oh, jo, Alter. Aber hallo, das hat gesessen. Ja, wir können mittlerweile ja auch viel mehr Türen öffnen, dadurch, dass wir ja dieses Dingensbummens da haben. Okay, die Musik verheißt nichts Gutes. Da steht noch einer draußen am Fenster. Ja, da. Hallo. Ah ja, stimmt, ich wollte ja eigentlich diesen einen Raum nochmal looten. Yo, Leute, ey, was ist denn jetzt los? Das war eigentlich eine Frau, aber mit einem ziemlich männlichen... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh. Okay, das ist nicht gut. Was sagt das Notfallprotokoll? Oh Gott, ich kann hier die Dingensbomben aufschließen. Ich habe nicht mal ein Medikit dabei. Okay, das ist nicht gut. Elektronikgerät, was? Ach, warte mal. Wichtige Objekte wegwerfen. Ist es schon komplett... Habe ich das schon komplett verwendet oder was heißt jetzt der Haken da? Blendgranate? Ja, okay. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Überhaupt nicht gut. Warte mal, wo komme ich denn da jetzt hin? Absolut keine Ahnung, ne? Okay, hier sind wir wieder. Irgendwo gab es hier einen Speicherraum. Nicht hier. Warum ist der da? Hallo und tschüss! Oder auch nicht. Okay, nichts passiert. Ja, hätte natürlich alles ein bisschen besser laufen können. Die Dinger verstaue ich mal gerade. Okay, wir haben ein doppelgrünes Kraut, das ist ganz gut. Ich misch mal hier eins mit dem roten. Ein grünes. Ja, was bedeutet das denn jetzt? Heißt das jetzt wirklich, dass ich in der Leon-Kampagne alles Wichtige an Drähten schon gedingst habe? Müsste es eigentlich heißen? So, wir nehmen die Schlüsselkarte mit. Die wird gleich wichtig. Genau, und wir haben Schießpulver. Und wir haben sogar zweimal Schießpulver. Und damit kann ich, glaube ich, Pistolenmunition erstellen. Hui. Ja gut, speichern wir wieder mal ab. Und dann gehen wir mal zurück zu... Na, Leon könnte eigentlich ein bisschen Heilung vertragen. Ach, weißt du was? Ich nehme jetzt nochmal ein grünes Kraut mit. Moment mal. So, zack. Ja, Lagerraumschlüssel. Hier steht eigentlich auch, dass ich den nicht mehr brauche. Egal, die kannst du ja einlagern und zur Not kannst du sie ja nochmal verwenden, ne? Benutzen. Okay, den muss ich jetzt noch nicht erledigen. Ich kann jetzt erstmal hier rum. So, und ab geht's. Schlüsselkarte rein. Halleluja! Haha! Die gute alte Shoddy! W870! Na, und direkt mal
einen weiteren Inventarplatz freiräumen. Ja, es ist enorm wichtig, das Ressourcenmanagement hier gut hinzubekommen. Deswegen werde ich den Kollegen, der da entlangläuft, vielleicht einmal anschießen immer wieder. Aber sonst nur vorbeilaufen. Gibt es hier eine Tür, die ich noch nicht geöffnet habe? Oder nicht öffnen kann? Nee. Ich würde sagen, tatsächlich, wir gehen hier hinten lang. Da ist er jetzt. Nee. Oh Mann, in der Demo hieß es, die steht nicht mehr auf. Ich glaube, ich habe irgendwann mal eine Kurbel gefunden. Das müsste auch irgendwo in diesem einen Dingensraum sein. Ja, das ist kritisch jetzt. Ja, die Kurbel müssen wir auch noch irgendwann mal nutzen. Aber erstmal gehen wir hier durch. Oh, bitte, bitte, bitte. Ey, die haben ja schon ein bisschen was verändert von den Preview-Gameplays aus. Was haben wir hier? Oh, Schießpulver. Sehr gut. Okay. Ich glaube hier, genau hier ging es nämlich weiter. Den Gang können wir aber nochmal zu Ende laufen. Ah ja, stimmt. Da war nämlich ein Objekt. Blind wie Maulwürfe. Ja, die guten alten Licker und cooler Typ. David hat das Ganze geschrieben. Schöner Name. Was bist denn du eigentlich für einer? Der ist super gruselig. Oh, bitte nicht. Oh, beweg dich nicht. Ha, der hat das Beintraining nie übersprungen. Was ist denn das für ein krasses Ding da hinten? Also auch nach dem Tod, nach dem Zombie-Sein, die Beine bleiben straff. Inventar ist voll. Das ist nicht gut. Aber hier gibt's zum Glück, wie auch in der Demo, eine Inventartasche. Womit wir wenigstens zwei weitere Slots haben. Anonyme Notizen. Ah ja, stimmt. C4 gibt's hier noch irgendwo. Ja, habe ich auch in der Demo gelesen. Was man da groß mit der Info anfangen soll, wusste ich da noch nicht. Zugegebenermaßen tue ich immer noch nicht. Oh. Soll das so? Ich nehme es erst nochmal mit. Oder? Komm, ich lagere es mal hier ab. Das wird schon stimmen. Das Ding ist halt, es könnte natürlich irgendwo anders noch wichtig werden. Das ist klar. Aber dann weiß ich ja, wo es liegt. Und der bleibt da oben. Sehr schön. Ja, das war ein interessanter Bereich in der Demo, wo ich erstmal nicht so wirklich weiter wusste. Kannst du hier nämlich runter. Hm, aber da speist gerade jemand. Genüsslich. Du kannst aber auch da hinten lang. Oh mein Gott. Oh. Nein. Shit. Nein, 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 nein. Ich dachte, links war auch einer. Rot direkt. Oh mein Gott. Nein, jetzt nicht.
Hoch, 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 hoch. Klettern kann die nicht. Oh, wie gemütlich er hochklettert, ne? Oh, da eine zweite Welt. Oh Gott. Okay, habe ich nochmal... Jawohl. Benutzen. Aber sofort benutzen hier das Zeug. Kann ich hier was einsammeln? Nee. Springt Lian jetzt drüber, wenn ich da gegenlaufe? Ich versuch's nicht. Ich probiere das mal nicht. Entschuldigen Sie. Können Sie sich bitte ausweisen? Oh. Zwei auf einmal. Oh, der eine ist aber echt gut gebaut, ne? Alter, was für ein Brocken ist das denn? Ich hätte schon gerne jetzt ein zweites Messer. Das erste ist ja irgendwann zerbrochen, die nutzen sich ja ab. Oh mein Gott! Zur Not kannst du auch die Blendgranate jemandem ins Maul stopfen. Son of a bitch. Der bewegt sich immer noch. Okay. Ich gehe mal jetzt auf die Taktik zu sagen, hey, ich nehme jetzt die Schrotflinte. Wenn irgendwas Ernsteres sein sollte, dann meldet euch ruhig. Rechnet aber auch mit den Konsequenzen. Alter, die stehen auf und die können ja noch richtig laufen. Exit! Und ich habe den richtigen Schlüssel dabei. Jawohl! So, und das wäre quasi der Raum gewesen, den wir jetzt hier direkt hätten betreten können. Wir sind jetzt wieder in der Haupthalle. Was ich nicht gemacht habe, weil das hätte diesen Licker-Moment ein bisschen rausgenommen. So, und hier habe ich anscheinend jetzt schon diesen Schlüssel perfekt genutzt. Oh, Marvin liegt da immer noch rum. Armer Typ, ne? Ja, wobei, Lians Aufgaben sind jetzt auch nicht unbedingt so beneidenswert. So, das verschließen wir hier nochmal. Ich könnte natürlich nochmal Schießpulver mitnehmen. Das könnte ich gut gebrauchen. Ja, Ressourcenmanagement ist mal wieder sehr wichtig bei Resident Evil. Wichtiger denn je. So, und wir speichern natürlich mal ganz kurz ab. Immer einen neuen Slot. Falls mal einer verloren geht, kann ja immer wieder mal passieren. Ich habe früher mal einen Gran Turismo 4 Speicherstand verloren, weil ich da während des Speichervorgangs meine PS2 ausgemacht habe. Warte mal, bin ich hier unten schon mal durchgelaufen? Stimmt, da gibt's das Dingensbommens. Da gab's ja den Safe, ne? Okay, kurz nachladen. Wieder reinlaufen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wo das war. Unten links war die Tür. Boah, die klingen alle so ein bisschen, als hätten die zu scharf gegessen. Okay. Sehr schön. Obere Stockwerke. Haben wir eine Karte bekommen. Da ist ja oben noch eine Tür anscheinend, oder? Ist die hier? Die ist ja hier. Und verschlossen. Ich hab's ja gesagt, wer jetzt noch Stress will. Okay, ab jetzt wieder ein bisschen rationaler denken. Sie hat keine Lust mehr. Sie denkt sich, okay, I'm out of here. Das ist es auch nicht wert. So, wir haben den Löwen gefunden. Löwe, Strauch und Vogel. Ist es der Löwe? Nein, das ist das Einhorn. Okay. Gut, dass alle Informationen, die ich gerade herausgefunden habe, unnötig sind. Die Fische, den Skorpion und... Okay, warte mal. Fische,
Skorpion. Und der Wasserkrug. Da ist er. Ja, wunderbar. Jetzt muss ich mir nur noch kurz mal durch den Kopf gehen lassen, wo diese eine Statue dieses einen Königs war. Komm, komm, komm. Und vorbei. So, diesen Raum werde ich jetzt eine ganze Weile lang nicht mehr besuchen. Da gibt es zwar noch ein Rätsel, aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was darauf hinweisen könnte, dass ich dieses Rätsel lösen kann. Zumindest glaube ich das. Eieiei. So. Okay, speichern. Es wird mal wieder Zeit. Schon der 10. Speicherstand, den wir erstellen. Ja, ist auch lustig, wie kurz zwischenzeitlich die Abstände immer wieder mal werden, ne? So, jetzt muss ich aber mal ganz, ganz kurz schauen. Wo ist unter anderem der König? Sehe ich denn hier, was da ist? Dunkelkammerbecken, Schließfachterminal. Komme ich da nicht mehr hin? Tresor. Runder Griff. Ach, das sind die Schlüssel-Items. Schießpulver, das sind alle Items, das ist ja cool. Also, dass sowas dokumentiert wird, finde ich echt geil. Linker Statuenarm bei der Kaiserstatue. Stimmt, der war oben. Ich könnte theoretisch ins Wartezimmer gehen und dann da durch, ne? Okay, C4 mit dem Elektronikgerät. Das ist sehr, sehr gut für die Orientierung. Auch wenn man natürlich sagen muss, wir haben mittlerweile so viele Anlaufstellen, was wir alles machen können, dass man da doch durcheinander kommen kann bei all dem. Jetzt bringen wir als allererstes mal das rote Buch zum Kaiser. Oder zum König oder whatever. Aber ich glaube, der hat im Moment nicht viel zu tun. Der hat mal wieder Bock, was zu lesen. Ja, der Tresorcode... Kann man die Tresore knacken? Vom reinen Zuhören vielleicht. Ja, du musst ja zum einen die Zahl kennen und zum anderen die Richtung, aus der die Zahl gedreht wird. Oh mein Gott! Was? Hier ist noch einer. Ach stimmt, seit wir Claire getroffen haben. Ist ja hier ein bisschen was passiert. Ich mag das nicht. Ich muss ja aber gar nicht hin, ne? Lassen Sie mich bitte in Ruhe, Monsieur. Hey, hier, kombinieren. Nein, jetzt setzt das ein. Zepter. Okay, das bringt mich jetzt zwar nicht auf Anhieb voran, aber hoffentlich in Zukunft. So. Oh mein Gott, ich hab das so kommen sehen. Gott im Himmel, ey. Was geht denn da ab? Ich hab das so kommen sehen, dass sobald ich aus der Tür komme, da rechts einer mich anspringen wird. Aber manchmal musst du dem Risiko ins Auge sehen und direkt reinspringen. Okay, in dem Fall jetzt nicht. Wenn man das mal hundertprozentig realistisch betrachten würde in der Spiellogik, dann würde Leon jetzt irgendwann zu einem Zombie werden durch diese dumme Aktion. Aber, hey. So, wir finden grünes Kraut, deswegen nehme ich da mal nichts mit. Doch, ich nehme was mit. Auch wenn wir sehr viele Items haben, die wir jetzt finden können. Das doppelgrüne Kraut ist, glaube ich, clever. Kann ich das nicht einem Slot zuweisen? Ach, warte mal, und das Zepter lege ich weg. Das Zepter ist aktuell noch nicht relevant. Gut, wie komme ich hier in das Büro?
Alles Klärchen. Hatten wir hier nicht mal das Licht angemacht? Ey, ich bin immer noch kein Fan davon, dass die Tür hier komplett offen steht. Zur Eingangshalle. Ich höre immer noch leise Geräusche. Always look on the bright side of life. Badam, 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 badam. Huiuiui. Okay, was haben wir noch? Grünes Kraut. Boah, wie die da bereit sind, ne? Die haben so Bock. Feuerwehrleiter, da habe ich Munition verpasst. Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, fürs grüne Kraut lohnt es sich jetzt nicht, da nochmal rüber zu gehen. Die Frage ist, wo kann ich denn jetzt hin? Ich habe die den Kreuzschlüssel noch nicht, den Herzschlüssel glaube ich auch noch nicht. Ja, da haben wir eine Inventarbox, gut, das ist klar. Pistolenmunition. Ach, die rot markierten Räume sind auch die, wo die ganzen Zombies hier und da auch sind. Lagerraum West. Kombinationsschloss. Ach, stimmt. Das Ventil im Duschraum. Komm. Ein bisschen flotter können wir uns vorbewegen. Es wird immer und immer ungemütlicher. So, ich leg mal die Schrotflintenmunition weg. So viel brauchen wir definitiv nicht. Und wir kombinieren mal die beiden hier. Ja, damit haben wir unsere Schrotmunition wieder. Und es gibt mehr als 10 Slots. Sehr schön. So, und der Duschraum ist im Obergeschoss. Das heißt, ich kann über die Bibliothek in den Duschraum kommen. Und die Bibliothek ist ja zum Glück ziemlich leergeräumt. Ja, und hinterm Duschraum, da könnte durchaus auch das dritte Emblem sein, was wir da finden müssen. Hat da wieder was gerüttelt? Ja, diese stete Unsicherheit. Warte mal, das Zepter könntest du hier eventuell schon reinmachen, oder? Also, in der Theorie könntest du hier das Zepter reinstecken, behaupte ich jetzt mal. Bei den restlichen Teilen weiß ich halt nicht, wie ich die hin und her verschieben müsste. Der Raum, der jetzt gerade am düstersten aussieht, ist einer der sichersten, da wo wir gerade sind. Okay, kurz mal schauen. Ja, ich muss eine Etage runter und direkt in den Duschraum nebenan. Und hier unterwegs könnten noch ein paar sein. Son of a bitch. Nice. Das Üble bei diesen Gängen ist halt, das ist alles so eng aufgebaut. Du kannst
kannst auch nicht wirklich die Leute umschiffen. Manche von denen musst du halt einfach erledigen. Okay, diesen Code hatte mir die Steffi von Capcom mitgeteilt in der Demo. Ich erinnere mich aber nicht mehr und ich möchte den jetzt auch nicht mehr eingeben, weil ich das Spiel natürlich so spielen möchte, als hätte ich gar kein Vorwissen im Idealfall. Ich will mir da jetzt keinen unfairen Vorteil erarbeiten. Na Kumpel, was geht? Ruhst du dich gerade ein bisschen aus? Bleib mal da liegen, ne? Schießpulver! Gelbes Schießpulver? Nee. Oha. Stars Büro, okay. Ja, Stars ist ja diese Special-Einheit, um die es in Resident Evil geht, wo ja auch unter anderem Chris Redfield, Albert Wesker und so weiter und so fort sind. Oh mein Gott! Nee, Leute, kommt schon. Ich muss den jetzt nicht bekämpfen, oder? Das kann nicht euer Ernst sein. Wenn ich die Tür öffne, könnte es sein, dass er mich anspringt. Oh mein Gott. Okay, fernhalten von der Tür. Es kann immer wieder passieren, dass in einem Videospiel durchaus mal ein Gegner durch die Tür haut. Auch wenn sie geschlossen ist. Okay, erste Begegnung. Gut umschifft. Und eine Blendgranate gefunden. Jawohl, ein bisschen Ausrüstung, damit wir auch den Licker möglichst gut erwischen können. Wenn wir da wieder rausgehen. Ja, sehr schön. Und wir können... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr schön. Ja, wir können gleich auch nochmal ein bisschen Munition für unsere Schrotflinte herstellen. So, wir gucken uns hier erstmal um. Eventuell brauchen wir das Zepter ja eher hier. Oh, das sieht so aus, als könnten wir hier durchaus eine Maschinenpistole erhalten. Zumindest das Erste, was mir ins Auge gestochen ist. Oder eine bessere Pistole. Ich glaube, man braucht nicht mehr als einen Finger, um einen PC zu booten, oder? Kontoauthentifizierung erforderlich. Dongle und USB-Anschluss ein... oh Gott. Eine Batterie. Die brauchen wir fürs C4, oder? Hitzebeständiger Tresor mit Dreizahlschloss L9. Moment, wo ist das? Büro Westseite? Ich schreibe mir das gerade mal auf. Büro West 1F mit L9, R15, L7. Okay, RPD Hausmeister. Ja, vielen Dank Hausmeister, dass du hier die Notizen alle so offen hältst. Nach der DSVGO reden wir nochmal miteinander, Kumpel. Für den Moment bin ich ihm dankbar. Okay, damit haben wir unser nächstes Ziel. Wir gehen zu diesem einen Dingensbummens. So, die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Licker? Hört er mich, wenn ich... Wo ist der?
Hier hinten ist noch ein Raum, die Wäschekammer. Gott im Himmel, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war keine gute Idee. Blendgranaten bringen gegen Licker auch überhaupt nichts, behaupte ich jetzt einfach mal. Logischerweise haben die Dinger ja kein Sehvermögen mehr. Ja! Oh, ich hab ihn erledigt. Tja, Kumpel. Ach nee, hier brauchst du... Oh Gott, du brauchst einen Karo-Schlüssel. Ja, danke. Liebe Grüße an alle Leute, die Karo heißen und hier gerade zuschauen. Ciao, ey. Da gehe ich doch lieber zurück zu dem Raum, wo der Licker war. Ja, also... An für sich halt die logischere Entscheidung. Weil für die gebe ich jetzt keine Munition mehr aus. Logisch. Stimmt, wobei hier auf dem Rückweg ja auch noch zwei potenziell lauern könnten. Wo ist denn hier 1F? Hier unten, ne? Wisst ihr was? Dafür, dass jetzt so ein bisschen unregelmäßig die Videos kamen. Oder vielleicht auch noch kommen. Weil die YouTube-Verarbeitung momentan ein bisschen hinterherhinkt. Also vor allem bei 4K60-Videos, da braucht das immer eine Weile. Ich kann mich jetzt nicht sofort quasi daran anpassen. Ihr wisst ja, dass meine Zeit eh ein bisschen knapp ist zurzeit. Und außerdem, ja, ist es jetzt unerwartet hoch, die Zeit. Das hat mich sehr plötzlich getroffen dann, dass die Verarbeitung jetzt doch länger dauert als gedacht, als sonst. So, kombinieren. Sehr schön. Ja, insofern, eventuell wird das auch so ein bisschen noch anhalten, aber, ja, dafür so ein bisschen als Ausgleich machen wir heute einen Ticken länger. Ich hoffe, alle meine werten Kollegen sind jetzt hier am Schlafen. Okay, also... Links. Heißt es, du kommst von links, oder? Achso, ja, du kommst von links. Okay. Okay, gut, du musst alle drei quasi einmal ablaufen und dann das betätigen. Und wir haben eine Gürteltasche bekommen. Hammermäßiges Item. Ja, damit kannst du viel entspannter durch die Level gehen, viel entspannter die ganzen Gegenstände einsammeln. Und wir können jetzt direkt von hier zur Eingangshalle laufen. Das ist super. Ja, hey, ey, wir haben heute einiges geschafft. Ich hatte zwischendurch so ein bisschen Angst, dass wir nichts hinbekommen würden heute. Auch weil ich selbst ja, ein bisschen panisch war. Gedacht habe, ey, das wird nichts. Ich habe super, super wenig Orientierung gehabt zwischendurch. Aber wir haben es geschafft. Wir sind ziemlich gut durchgekommen. Wir haben einen Licker besiegt. Auch das immer eine sehr geile Sache. Ansonsten, ja, wo machen wir beim nächsten Mal denn weiter? Ganz einfach, wir gehen hoch, da wo die Bibliothek war. Da müssen wir, glaube ich, die Batterie nochmal anfügen. Ich glaube, hier in diesem Raum dann. Genau. Explosive Barrikade. Und dann gucken wir da mal weiter, was sich dahinter verbirgt. Die Kombinationsschlösser, das wäre natürlich auch super, die mal alle so ein bisschen zu entschlüsseln. Aber da brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen was für. So, jetzt nehme ich auch mal ein paar Holzbretter mit. Auch ein bisschen Munition. Denn wir haben jetzt sehr, sehr viel mehr Slots. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Seid beim nächsten Mal dabei bei Resident Evil 2 HD für alle Neuen. Natürlich haut gern ein Abo raus. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüss.